Zum 13. Mal in Folge traf sich die Brandschutzbranche in Dresden. Eingeladen zu den Sachverständigentagen Brandschutz hatte das Europäische Institut für Postgraduale Bildung GmbH. 520 Fachleute der Branche waren gekommen, ein enormer Zuspruch. Für die Fachleute ist die Tagung in Dresden inzwischen ein fester Termin. Begonnen haben wir in kleinen Seminarräumen mit Brandschutz-Sachverständigentagen. Mittlerweile sind wir im wunderschönen großen internationalen Kongresszentrum. Das unterstreicht ganz deutlich, Brandschutz ist eine Wachstumsbranche und das macht sich natürlich auch in der Weiterbildung klar bemerkbar. Die steht bei den IPOS-Sachverständigentagen Brandschutz im Vordergrund. So haben die Tagungsbesucher auch einen großen Einfluss auf die Auswahl der Vorträge. Anwendungsbereites Wissen für die Praxis, so lässt sich die Themenauswahl in jedem Jahr zusammenfassen. Alle, die hier sitzen, arbeiten als Sachverständige im Brandschutz, sind täglich mit praktischen Problemen befasst. Und die suchen hier keine theoretischen Ansätze, sondern sie suchen Lösungsansätze, die man wirklich in der Praxis umsetzen kann, die erprobt sind und die vor allen Dingen der Vielfältigkeit der brandschutztechnischen Problemstellung in der Praxis Genüge tun. Diese Themen vermitteln seit 1998 die verschiedensten Dozenten. Zu einem der wichtigsten zählt Josef Meyer. Er wurde in diesem Jahr für sein langjähriges Engagement mit dem IPOS Weiterbildungslehrpreis 2012 geehrt. Herr Meyer ist seit 1998 der Dozent und Mentor in unserem Weiterbildungsbereich. Er ist Mitglied im Fachkreis Brandschutz. Er berät uns seit vielen Jahren in der Entwicklung dieser Fachfortbildungen. Und er bezeichnet sich selbst als Fan von IPOS. Und ich glaube, diese Begeisterung, die überträgt sich auf uns als Produktmanager und auch auf die Teilnehmer in den Kursen. Die Dozenten, wie zum Beispiel Josef Meyer, schaffen es immer wieder, die Sachverständigen und Fachplaner, aber auch Mitarbeiter von Brandschutzdienststellen oder auch Baubehörden in den Vorträgen zu begeistern. Wichtig ist, dass alle miteinander reden. Der Brandschutz entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Es gibt einmal Änderungen, die fordern mehr Brandschutz, aber eigentlich ohne, dass wir Informationen hätten, dass solche Änderungen wirklich erforderlich sind. Und in anderen Bereichen wollen wir dann auch wieder ein bisschen weniger haben. Wichtig ist, dass man einfach die Schutzziele im Auge behält und schutzzielorientiert das Ganze macht, dann kommen wir zu einer guten Lösung. Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden gab es bei den 13. IPOS Sachverständigentagen Brandschutz erneut eine Ausstellung. Mehr als 50 führende Unternehmen der Branche zeigten hier ihre neuesten Produkte. IPOS bewies damit einmal mehr seine Funktion als führender Experte in Aus- und Weiterbildung für den aktiven Brandschutz.